Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS mit Max und Johannes. Hallo. Hallo. Es geht weiter, weiter oder so. Nur mal sehen, wie. Ins Holz. Genau. Mal sehen, wie lang die Folge wird. Aber ich denke mal, das. Ich hoffe, es ist gut. Wenn, dann wird es halt eine etwas länger. Stimmt. Statt 15 Minuten und eine Sekunde. Hauptsache über 10 Minuten gestreckt oder so. Sure. Halt doch die Fresse, stell ich mir dein scheiß Differential an. Der geht mir so auf die Eier, damit jedes Mal. Differential während der freien Fahrt kann Schäden verursachen. Willst du nicht hochklappen? Wirklich? Boah, kann doch nicht sein. Ich mach dir keinen Schaden. Bin ich schon. Du bist Schaden, Alter. Ich hab schon Schaden, Alter. Ja, ne? Merkst du was? Ja, 2% wahrscheinlich. Weiß. Ehrlich gesagt, ehrlich. Ja, Tatsache, 2-2. Also ich habe 1 zu 17 zu 11. Sehe. Captain Hellseher ist heute wieder auf hoher See. Captain Hellseher ist auf hoher See. What the fuck, Alter, ey. Warum? Könnte man auch wieder eine coole Serie draus machen. Und als Merch gibt's dann Fischstäbchen. Was? Fischstäbchen. Was soll denn das für ein Merch sein, Alter? Ja, come on. Wenn dann Fischplatten. Wir wollen ja hier nicht Captain Igloo imitieren, oder? Gibt's Fischplatten. Die sind dann so kaum. 30 auf 30 Zentimeter. Fischplatte, ne? Gott. Eine Fischplatte. Kein Fischstäbchen, sondern eine Fischplatte. Das ist das gleiche mit paniert und so, aber halt 30 mal 30 Zentimeter. Kannst du dir schön auf eine Schrippe drauf knallen, ey. Ja, hier kannst du Fladenbrot kaufen und kannst du essen. Ja. Pass drauf. Ich sehe wirklich Captain. Ich fang bei dem was Arbeiten an, Alter, und dann nenne ich den Raum hier General Igloo. General Igloo. General Igloo. General Igloo. Hello there, General Igloo. Oh, Alter. Ja, wer ist die Werbefigur, Johannes, oder was? Oh fuck, wir hätten nicht runterfahren können. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu groß für einen Igloo. Ach was? Hast du schon mal Igloos gesehen, Alter? Es gibt kleine, große, mittlere Igloos, große Igloos, dünne Igloos, fette Igloos. Das ist so ein Ding, ich weiß nicht, wie das bei euch zum Beispiel in München funktioniert, aber wie damals mal übelst fett Schnee war, haben die bei uns, wenn sie geschoben haben, während auf der Straße auch mal Unterbrechungen gemacht. Das war zum Beispiel irgendwelchen Feldwegeinfahrten oder so, haben sie dann einfach den Schnee mal dahin geschoben. Da hast du so einen riesen Berg an Schnee gehabt, weißt du, da einfach ein Loch reingemacht, hast nie du gehabt. Ja, klar. Das Ding war safe 4 Meter hoch, dieser Berg, weißt du? Da passt jeder rein. Ja, klar. Aber guck mal, bau dir mal selber ein Iglo aus Eis oder aus gepresstem Schnee, Alter. Ja, ist machbar. Das ist schon zu anstrengend, ey. Weißt du, denn, wenn du beim zweiten Stock an der Treppe Probleme hast, beim fucking Iglo, Alter. Beim zweiten Stock. Beim Iglo, Alter, was ist denn mit dir los? Da ist doch kein Iglo mehr. Oh, das sind nicht die großen Türme, Alter, das ist Igloo. Ein etagig Erdgeschoss, ohne Keller. Das ist wie das fucking Zelt bei Harry Potter, Mann. Ja, genau das Zelt. Genau. Ja. Muss es aufbauen, muss es da reingehen, das ist so eine riesen Villa, ne? Ja, ja. Beste. Am fucking Arsch, ey. Wenn es demnächst getankt schnell kommt, bin ich echt am Arsch, ey. Arsch. Was? Zum Arsch. Keine Definition verbietet es mir, Igloos zweistöckig oder noch mehrstöckig zu. Natürlich nicht, aber es ist Bullshit. Stimmt. Ist es ein Eishaus und kein Igloo mehr. Wenn du zu fett bist, dann fällst du durch. Zu fett bist. Das ist so. Und was bräuchst du da für eine Eisdicke, dass sie dich trägt? Mindestens 20 cm. Ja, come on, wenn du so Polareis nimmst, Alter, das ist so ein Meter dickes, ey. Ja, diese Blöcke. Ja, genau.
Aber da brauchst du halt auch gleich mal eine Temperatur. Heißt, du müsstest hier in so einem Gefrierschrank so ein Ding bauen. In diese begehbaren Industriedinger. Diese Tiefkühlware lagern. Das wäre schon geil. Was hast du jetzt die Tankanzeige? Ansonsten gibt es nicht die Möglichkeit, über F7 gedrückt drücken und dann kann er dir auch was auftanken. Ja. Da gibt es ja nicht. 100 Kilometer habe ich jetzt noch einen Tank. Okay. Mal schauen, wo die nächste kommt. Sieht schlecht aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, F7 und dann so voll tanken. Schauen wir. Einfach fahren bis der Motor hier, ne? Bis er schnell zu dunkel anfängt. Also ich hab noch. Ist aber schön. Haub hab ich noch. Sogar noch mehr als. Jetzt mal schauen. In Eugene könnten wir tanken. Was ist es noch? Nicht mehr weit. Ein Autobahnkreuz weiter und dann geht's raus. Oder Autobahnkreuz, keine Ahnung. Ist es nicht dieses komische, ich biege mir die Welt, wie sie mir gefällt, oder ist es ein Autobahnkreuz? Ich glaube, es ist ein Autobahnkreuz. Ich biege mir die Welt, wie sie mir gefällt. 50 Kilometer habe ich jetzt noch Sprit. Ja, das schaffst du. Das schaffst du locker. Wo muss ich raus? Jetzt hier? Nein. Okay. Durchs Autobahnkreuz durch. Als geradeaus weiter. Okay. Nach Eugene musst du. Nach Eugene Krabs. Ah ja, da. Ich seh's. Das ist machbar. Rechts bleiben, oder? Jawohl. Ich finde es ja witzig, dass selbst wenn man im Neutralen ist, er Sprit frisst. Das verstehe ich nicht. Das ist unlogisch. Für 20 Kilometer mit dem Sprit kommt das Geld bei. Was ist das für eine Straßenführung, Alter? Cooler. Ich glaube, hier ist kein Ficken, hier einfach nur rein. Hier Tanke? Ja klar, siehst du. Warte, auf der anderen Seite muss ich zapfen. Fuck, passt hier überhaupt rein? Ich glaube, ich muss da... Das ist ein Trailer noch stehen. Ich war einfach nur ganz so raus. Oh, der Sprit ist sogar günstig. Aber was sagt jetzt die Anzeige? Ich habe jetzt noch 5 Liter drin, für 16 Kilometer mit zu reichen. Ach, schaffst du noch locker bis noch Newport. Voll geil. Das ist ja immer hier Dingwirtschaft, Spritwirtschaft. Ah, ich würde sogar durchpassen von der Höhe, oder? Na, wohl. Jetzt könnte man im Kühler. Überprüfen WhatsApp auf neue Nachrichten. Oh! Hui! Ja, und was für neue Nachrichten? Es sind keine neuen da. Ach, doch jetzt. Langweilig. Also du Deutsche schon gemacht, Tee. Ach, halt dein Maul, Alter. Deutsch macht man nicht, man ist Deutsch. Ist Deutsch. Sag ich ihm jetzt auch. Nein, man macht Deutsch nicht, man ist Deutsch. Punkt. Oh, komm mal, dieser hässliche Trailer hinten dran, der geht mir so auf die Eier. Der muss das Schild halten. Der hat den schwersten Job Alaskas. Oder ist er irgendwie halb besoffen oder was? Der schwerste Job Alaskas, das kämpft ja gleich, ey. Der schwerste Job. So ein Penner. Was denn? Und wie soll man damit lenken können, Alter? Deutsche das ist Hausaufgabe. Nicht machbar. Deutsche das Hausaufgabe. Der steht hier immer quer. Verbiss dich jetzt, du Scheißding, ey.
Kriege ich dadurch Schaden? Scheißegal. Ja, also, dass Hausaufgaben auf Deutsch sind, ja, das weiß ich auch. Also, ja, Mathe, das wurde uns auf Deutsch gegeben, ja, Deutsch wurde uns auf Deutsch gegeben, ja, andere Hausaufgaben wurden uns auch auf Deutsch geschrieben. Ja, die Hausaufgaben könnten Deutsch sein, ja, hast recht. Ja, ich merke schon, ich verarsche den gerade vorhin. Tut mir leid. Grüße gehen raus an dich, Marcel! So, falls du das hier siehst. Wie der kleine Hänger da hinten auf der voll rumtänzelt. Ich will einfach nur wegschieben, weil es mir scheißegal gerade ist. Willst du ja nicht noch hin, Alter? Diese ganze Anhängerkonstellation ist einfach nur ein Stück Scheiße. Bieg doch jetzt einfach links ab, Mann. Geht doch nicht. Ich muss einmal drehen. In diesem Dreckstrailer. Ja, also der Statist denkt sich jetzt auch, was ist hier? Es ist mir doch scheißegal, der soll sich ficken. War schon, bleib stehen. Passt, ja. Zieh rum mit so Kackding, Alter, dieser Dreckstrailer. Komisch, jetzt schreibt er mir nicht mehr zurück, nachdem ich ihn. Schaden habe ich jetzt. 3-3, passt. Kein Problem. Der Statist. Ich fick doch, was der denkt. Fragen Sie, Dreckschlüssel vom Trailer hier nicht taucht, ganz ehrlich. Fährt uns hinterher, Alter, fragt. Was denkst du? Was denkst du? Glotzt du so blöde, noch nie einen fliegenden Zwitter gesehen. Was? Halt, stopp. Moment. So unterschreibe ich das aber nicht. Halt die Fresse mit deiner Drecksdifferenzial jetzt, ey. Nervst du mich, ey. Du bist beschädigt, wenn du das machst. So, das war jetzt nicht genau 100 Kilometer, sondern 108 Kilometer vom Ziel. Du siehst, das ist so fast eine Punktlandung. Ja. Ich bin happy. Wie das hier hat. Nee, das frage ich jetzt nicht während der Aufnahme. Was ist das da? Warte, ich muss auch fertig sind. Was waren deine älteren Geschwister oder was? Nee, hier, Klassenkamerad von mir. Ja, was willst du denn fragen? Was? Warte 60 Meilen ab. Ja, warum war ich angehalten, ich Idiot? Fahren wir kurz mal mit der linken Hand an, weil Sprachnachricht macht sich besser. Sag mal, warum schreibst du so komisch? Hast du irgendwie gesoffen oder was ist los mit dir? Seht ihr Leute, das macht der Penner mitten auch. Ach, dein Maul! Wenn ihr, wenn so ihr bei mir, ist, wenn, ja. ihr, wenn ihr bei mir guckt, Alter, dann habt ihr es nicht. Ich telefoniere live ganz laut in der Aufnahme. Ja, der zurückgehobt, Alter, was war das? Ja, da, ja, das war ein Auto, aber okay. War ein Auto, so. Ja, das war nicht das, ey. Er ist unter einer Audioaufwachung. Ja, komm, hör's an, Alter. Nee, jetzt nicht, ey. Schick ihm aber erst ein Ding hier, eine Einverständniserklärung. Vertrag. Müsste ich. 20-seitigen Vertrag, ja. Nein, verdammt. Ah, oh, dahin wollen wir. Ey, das geht ja sogar genau mit der Folge auf, ja. Alter, das ist gut. Hätte Max sich tanken müssen, dann wären es exakt 15 Minuten, ne? Aber nein, oh. Komplett unvorbereitet hier der Junge. Fuck off. Du hättest ja in einer Wartepause, wo ich mich abschleppen lassen musste, ja tanken können. Mitten auf der Autobahn. Mit der Autobahn. Genau. Du hättest ja eine Tankstelle suchen können. Ja. Wäre noch 5 Milliarden Kilometer weitergefahren. Du hättest dich ja auch abschleppen lassen können. Ja. Nur wegen dem Ding. Ja, ja, ja. Dann wäre es jetzt aufgegangen. Aber nein. Nur wegen einer Minute, natürlich nicht. Die Minute darfst du vom Leben abziehen, du machst. Oh ja. Schenk ich mir einen selber.
Real Life macht mehr Spaß. Was? Halt, stopp. Halt, stopp. Ja, das ist, also wie die ja. Bullen hier in Stendal, ne? Das war mal, wo ich zur Berufsschule gefahren mit Fuß, mit dem Motorrad. Dann bin ich gefahren, plötzlich mach's bupp, denk, was ist denn jetzt los? Hä, kein Licht mehr, what the fuck, erst die Glühbirne kaputt gegangen. Oh. Durfte mir eine neue gerade kaufen. Und mein Weg gleich an der Werkstatt, auf meinem Weg gleich an der Werkstatt vorbei, so ja, pass auf, ich schon sauber. Hast du da mit dem Handy Blitz oder so Licht gemacht, ne? Nein. Hab Ablendlicht angemacht. Oh. Ja, auf, ja, weißt schon. Das Licht halt, das andere. Das Licht. Das andere, das Licht, genau. Langsam fährt ein Johannes hier rein. Boah, Alter, ey. Zieh, du Sau! Zieh! Ah! Schneller, schneller! Aber das ist noch der kürzeste Weg, Alter. Es gibt ein übel weit entferntes Ding, da musst du echt lange durch den Wald fahren. Okay. Das dürfte ja auch, glaube ich, in der Nähe sein. Ich glaube, das war auf der anderen Seite. Von der Autobahn. Die Jürgen war rot, Alter. Vor allem denkt man manchmal schon, diese Mineneingänge bei ETS sind schlimm. Ne. Da kommt sowas. Was Neues. Lieferung ist da. Hallo. Ich stelle mich mal hier hin. Na guck, Jürgen, da siehst du dein Gerät in Aktion hier. Na. So, dann beende ich dann mal die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.